Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play League of Legends Aram. Ja, ich weiß echt nicht, was man auf diesem Champion hier spielt. Deshalb kaufe ich einfach mal so hier. Dies ist ja, auf dem PBE. Ein Aram-Game auf dem PBE. Auf der neuen Map der Schlechterbrücke, also Butcher's Bridge in Englisch. Übelst geile Map. Mal so. Was macht die eigentlich? Okay. Aha. Also ich habe Anivia wirklich noch nicht gespielt, das ist ein bisschen schwierig. Ja, es ist ein Let's Play ohne irgendjemanden. Ich spiele hier alleine, halt mit ein paar Unbekannten. Und sonst ist nichts Besonderes zu sagen. Es ist halt die neue Map und nur deshalb spiele ich hier. Weil der Ping ist einmal etwas, was einen dazu bringt, eigentlich nicht zu wollen. Aber guckt euch mal diese Map an. Das ist ja einfach übelst cool. Kann man die Reichweite der E nicht bestimmen, so? Ich dachte, das ginge. Okay, also wenn man sich die Map anguckt, ist schon ein bisschen schwierig. Hier, das sind die Türme. Das sind einfach Kanonen. Was ihr aber wisst, wenn ihr den Artikel durchgelesen habt, den von Riot. Es sieht einfach übelst gut aus, finde ich. Die Map jetzt ist noch nicht so detailliert hier, aber ich schätze mal, die bleibt sogar so. Im Aram hier ist das neue Hut noch nicht aktiviert, obwohl es eigentlich schon draußen ist. Also ich habe das schon gespielt, dass ich Tem ausprobiert habe. Das ist mit dem neuen Hut. Oder HUD, ich weiß, ich glaube, nimmt man das Hut, oder? Stimmt. Ey, das ist ja so ein langsamer Champion. Mein E-Damage ist leider noch ziemlich gering. Also da eigentlich die Träne und die dazugehörigen Items, also der Egg Angel Staff gebufft wurde auf dem PBE, glaube ich, baue ich den tatsächlich. Da hätte ich wahrscheinlich die Träne doch direkt bauen sollen. Aber naja, wie gesagt, Anivia noch nie gespielt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube auch, dass die Mark hier nicht so sinnvoll wäre. Aber ganz ehrlich, es ist ein Kürbis, oder? Ich bin mir da gar nicht immer noch nicht sicher. Es ist lustig. Also ich finde diese Aram-Map richtig gut. Jetzt bin ich ein kleiner Egg. Gut, dass mich keiner angreift. Dadurch kriege ich ein bisschen mehr Leben und komme damit wieder. Ich habe keinen Skin ausgewählt, obwohl ich theoretisch hier alle habe, weil ich es vergessen habe. Muss man zugeben. Da, die Kanone. Also es ist zwar so, dass sie so einen Streifen, wenn es angreift, sendet, was nicht so cool aussieht. Ich hoffe, das ändern sie noch. Sie ändern ja noch eine Menge. Aber zugegeben, die Angriffe sehen schon cool aus, weil es wie eine Kanone aussieht. Das ist schon richtig nice. Also es ist First Time auch, dass ich auf diese Map spiele hier. Aber ich finde, es lohnt sich bereits. Das kostet ganz schön Mana, oder? Ja. Nein, die Six-Bombe. Ja, aber das Item brauchte ich ja eh, so gesehen. Ja, warte ich jetzt die 1030 oder kaufe ich mir lieber... Ja, ich kaufe mir lieber Boots. Und, Rod of Ages kommt danach. Ich glaube, das ist mir zu defensiv. Ich kaufe mir ein paar Pots und das da. Ja, er redet die ganze Zeit.
Sehr oldschool. Also das ist jetzt hier kein Video, in dem ich die Map zeigen will. Das ist ein Gameplay auf der Map. Also, wobei die Map auch unglaublich cool ist. Aber hier, was ist das denn? Ist das ein Seemonster? Und das sind die Poros. Ich finde echt, meine E sollte mehr Damage machen. Nein, ich habe die E aus Versehen ausgemacht, sonst hätte ich den Kill bekommen. Nein, verdammt. Ja, okay. Wie gesagt, First Time this Champion and Hyping. But it's PBE. PBE is always hyping. 98 Sekunden noch, bis ich den Buff, bis ich meinen Passiv wieder bekomme. Das ist eine ganz schöne Menge zugegeben. Okay. Ich setze meine Ult runter. Ah, ich wollte die Ult runter. Oh, verdammt. Okay. Ja. Den kann man nichts weiter zu sagen. War einfach ein bisschen blöd. Okay, ich krieg aber auch echt kein Gold, ich krieg keinen Farm, ich krieg keine Assists, ich krieg keine Kills. Anifa ist ein Champion. Scheint es mir, als ob man den wirklich erstmal können muss, damit man da was hinbekommt. Aber egal, das Wichtige ist ja hier tatsächlich der Game Mode und nicht der Champion. Also, ja, ich kann nicht oft genug sagen, dass ich diesen unglaublichen Game Mode unglaublich mag. Der ist übelst cool. Obwohl, jetzt das Event selber noch nicht da ist. Also es bleibt ein Aram bisher. Also sie haben ja gesagt, sie wollen da noch ein bisschen was ändern. Aber zurzeit bleibt es einfach ein Aram. Easy. And not even close. Ah, not even close. Das war ein ganz einfacher Kill. So mache ich das immer. Oh, der rennt nicht weg? Doch, rennt er. Cool. Okay, ich hätte ein bisschen besser reagieren können. Dann wäre es auch meiner jetzt gewesen. Ja, war ein Hardcore-Missplay von mir. Aber auch das sei jetzt nicht weiter wichtig. Verdammt, nicht weiter wichtig sein. Wo spammt er denn hin? Da tippt er hin. Oh, es hat fast getroffen. Ich habe die Range-Indikatoren ausgeschaltet. Weil ich das üben will. Und warum nicht auf dem PBE? Da verliert man ja nichts. Vielleicht sollte ich es anmachen. Das wäre vielleicht tatsächlich in diesem Fall besser. Oh mein Gott, ist der fett. Der Damage. Ja, das ist natürlich auch leicht ungünstig. Okay, Sonjas. Okay, da kommt der Flame, der Ding ist überall. Ah, der Tower sieht schon echt nice aus. Zack. 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 Okay. Man kann jetzt mal zack sagen. Muss man aber nicht. Warum habe ich denn die Ult direkt wieder ausgemacht? Das war eigentlich nicht so geplant. Ja, und warum kriege ich die jetzt nicht mehr angeschaltet, die Ult? Achso, weil die Range wahrscheinlich zu gering ist. Ich mach die Range-Indikatoren wieder an. Vielleicht sollte man neue Champions lieber so üben. Okay, zum Glück schafft es mein Team auch, trotz meiner inkompetenten Spielweise, irgendwas hinzubekommen. Was echt
hilfreich ist, wenn man gewinnen will. Ah! Dass ich einmal respawne, ja? Was ist, wo gibt's denn sowas? Kochen wir noch zwei Pots. Und dann diese riesige Hafeneinfahrt. Ich schätze mal, dass sie das hier mit Tellen zusammen rausbringen. Vor allem die große, die diese Türen wirklich sind. Oh mein Gott, sie schließen sich. Wenn man sich mal überlegt, wie klein das Fischerboot da ist. Boah, noch mit diesem knarzenden Geräusch. Viel zu gut. Ich schätze mal, dass die Tam mit dem hier zusammen rausbringen. Ich kann ja mal wieder reinscrollen. Da das ja zu seiner Story, jedenfalls zu der Story, die wir dort erfahren haben, gut passt. In dem Video. Ja, okay. Ist so ungünstig, dass er... Upsala. Wow. 25 Gold! Alter. Der Master Yi macht der Bitwork. Ja, wie ihr sehen könnt, im nächsten Patch wird das der Needless Steel Large Board billiger um 350 und gleichzeitig bringt er 20 AP weniger. Aber zum Beispiel Archangel Staff wurde gebufft und bringt jetzt 20 AP einfach mehr am Ende. Es kostet dafür auch ein bisschen mehr. Was geht eigentlich voll? Dadurch, dass der Master Yi halt auch so krass pushen kann, ist jetzt echt leicht ungünstig für uns. Ich muss einfach mal gut spielen. Und dann würde es auch klappen. Mann, warum klappt denn dieses Ult-Anmachen nicht bei mir? Ich krieg einfach nicht die Ult an. Also jetzt ist klar, weil ich klein bin. Weil ich so ein Viech war. Aber warum habe ich es gerade eben nicht anbekommen? Hey, müsste ich nicht die Ult dort jetzt anmachen können? Ja. Komisch. Ja, ich habe einfach nur einen Kill. What? Krasser Damage. Macht man die Ult überhaupt wieder aus? Mhm. Oder läuft man da aus Range? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, dass da einfach so ein Schiff über sich erscheint. Ist auch richtig cool. Okay, das war eher ein weniger... Ah, wow! Q und die Ult von diesem Six läuft ja richtig. Läuft richtig, Mann. Okay, der hätte auch einmal lieber die zwei Normals machen sollen, statt der Q. Wow. Da bait. Der kriegt nur den Double Kill. Okay, nee, kriegt er nicht so. Gut, dass man für die W keine Skillshots treffen muss. Sonst hätte er es jetzt schlecht gehabt. Ja, jetzt kommt der Master Yi wieder zurück. Ha, dann gucken wir uns so lange mal die Map an. Ist wieder offen.
Sieht auf der Seite auch so was Interaktives? Da ist nur so ein Schiff. Die Hafenstadt. Es ist einfach extrem cool, finde ich. Die sollten die Map unbedingt für immer drin lassen, sodass du beim Aram auswählen kannst, ob du auf dieser Schneemap spielen willst, keine Ahnung, wie die heißt. Heuling Abyss oder so. Oder eben hier drauf spielen willst. Das fände ich halt, na, wäre übelst cool. Warum ist die Ult wieder nicht angegangen? Ey, das ist echt. Ich treffe einfach nur alle 20 Mal gefühlt meine Ult. Warum? Das kann doch nicht jetzt an meiner Inkompetenz liegen. Also im PBE ist es auch so, dass 50% deiner Spielen dann vielleicht nicht mehr funktioniert. Was auch leicht ungünstig ist, wenn du einfach nicht mehr flashen kannst. Da steht dann halt genauso wie jetzt. The ability is not ready. Nee, das steht da nicht. Da steht, you cannot cast your ability right now. Oder so was in der Art. Irgendwas mit you cannot cast. Als ob du die noch nicht geskillt hättest. Aber du brauchst ja den Flash eigentlich nicht skillen. So. Das ist echt richtig ekelhaft. Das hatte ich gestern halt in der Hälfte meiner Spiele auf dem PBE, als ich den Champion ausprobiert hatte und den Gnasken. Weil Gnas ist ja mein Main. Jetzt kommt Gentleman Gnasken raus. Ich habe den einfach gespielt und er ist übelst geil. Also es ist so 50-50 Inkompetenz von mir. Krass, ich bin ja echt nur verreckt. Es ist so 50-50 Inkompetenz und 50% LOL mag mich nicht. Naja. Man kann nicht viel gegen machen, aber wir verlieren in diesem Fall zum Glück nicht viel, da wir es geschafft haben, eine gute Belohnung zu bekommen, aber sie vor allem noch gegen Superminions kämpfen müssen. Ja, dann versuchen wir es mal nochmal. Also Anivia ist kein Champion für mich im Normal Game Mode. Das wird nix. Also LeBlanc... ja. Also ob man LeBlanc jetzt auf dem PBE spielt oder gegen den LeBlanc spielt. Oder ob man sie im Normal Game Mode, also im laufenden Live-Server spielt. Es ist immer so, dass du, wenn du weggeburstet wurdest und es war so richtig stark, dann denkst du einfach nur so... Haha. Aber so. Mhm. Schöne Sache. Das, ja, war zu erwarten. Ey, das ist wirklich so krass bei dem Champion. So, wir gucken jetzt hier zu, wie es läuft. Schaffen sie den Master Yi, schaffen sie ihn nicht. Echt? Sie müssen ihn schaffen. Vor allem, weil der Nexus währenddessen fällt. Zack, wir haben gewonnen. Wir haben ein Spiel gewonnen. Und das zum Glück nicht wegen mir. I got carried one simple time here. Ja. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Die Map ist ultra geil und sonst gibt's nicht viel zu sagen.